Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Zustand der Schule, die Öffnungszeiten der Bibliothek, kann ich meinen Kindern den Zugang zu Schwimmunterricht in guten Badeanstalten, habe ich das in meiner Kommune, in meinem direkten Lebensumfeld, ja oder nein? Diese Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger entscheidet auch oft über die Wahrnehmung der Zustand unseres Landes insgesamt. Und an dieser Stelle, damit möchte ich auch beginnen, müssen wir unseren Kommunalpolitikerinnen in Nordrhein-Westfalen auch mal ein herzliches Dankeschön sagen für ihr Engagement. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die sich ehrenamtlich die Freizeit ruinieren, die ihre freie Zeit dafür verwenden, für die Bürgerinnen und Bürger, für ihre Städte, für ihre Dörfer das Beste zu erreichen. Und das tun sie in Nordrhein-Westfalen unter einem besonderen Finanzdruck, das wissen wir. Und deswegen war es richtig, dass wir seit 2010 hier im Land eine Strecke haben, wo wir 70% Steigerungen haben im Haushalt für die Ausgaben an die Kommunen. 70%, meine Damen und Herren. Wir hatten bei Regierungsübernahme 2010 die Situation, dass in über 128 Kommunen dieses Landes die eben erwähnten ehrenamtlichen Politikerinnen überhaupt keine Entscheidungskompetenz mehr hatten, weil die im Nothaushalt waren, wo quasi die Räte entmachtet waren, wo im Grunde, wenn es überhaupt eine Entscheidungsspielräume gab, dass es meistens darum ging, was machen wir als Erstes zu. Und deswegen war es richtig, dass wir auch über das GFG mit einer Steigerung von 40% mit über 3,8 Milliarden mehr Investitionen diese Situation verbessert haben und dass wir heute nur noch 9 Kommunen haben, die im Nothaushalt sind. Und das ist ein wichtiger Erfolg. Meine Damen und Herren, mein Mitarbeiter engagiert sich ebenfalls ehrenamtlich. Er ist dritter Bürgermeister in der eben von Herrn Wolf auch erwähnten Stadt Remscheid. Und er hat mir in Vorbereitung auf diese Debatte einen Artikel aus der Rheinischen Post mit der Überschrift "So belasten Sozialkassen die Stadtkasse" auf dem Schreibtisch gelegt. Und mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich gerne zwei Absätze daraus zitieren. Die Sozialausgaben der Stadt Remscheid stiegen im Zeitraum von 2011 bis 2014 um 15%. Das hat die positive Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes aufgefressen. 122,6 Millionen Euro gab die Stadt 2014 für soziale Zwecke aus, 37,3% des Haushaltes. Nicht eingerechnet 33,7 Millionen Ausgaben fürs Jobcenter. Meine Damen und Herren, deswegen ist es richtig, dass wir hier noch mal in einem Antrag festgehalten haben, dass die Sozialkosten insbesondere immensen Druck auf unsere städtischen, Haushalte, auf die Kassen der Kommunen ausüben. Und es muss Schluss damit sein, dass auf Bundesebene die Minister sich abfeiern für soziale Errungenschaften. Wir haben hier gestern auch über den Kompromiss zum Unterhaltsvorschuss debattiert, wo am Ende dann klar ist, dass auf die Kommunen mehr Belastungen zukommen und dass wir als Landespolitiker, die die Schuldenbremse einhalten müssen, 109 Grundgesetz, dass wir als Landespolitiker das dann auffangen und uns gleichzeitig aber auch die Gestaltungsspielräume, die wir hier im Haushalt brauchen, beispielsweise für kulturelle Angebote vor Ort, beispielsweise für zusätzliches Personal, Polizei, Lehrerinnen und Lehrer, das uns dann wieder Entscheidungsspielräume nimmt. Mit dieser Melodie muss ein für alle Mal Schluss sein. Wir brauchen hier eine, große Koalition, aber nicht in dem Sinne, wie wir sie seit 2005 mit 4 Jahren Unterbrechung haben, die viele Entscheidungen getroffen haben zulasten der Kommunen. Wir brauchen hier eine gemeinsame Anstrengung und das bringt der Antrag zum Ausdruck. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten sehr dankbar, dass sie auch Kritikpunkte an der Bundesregierung mit aufnehmen und dass wir noch mal klar benennen als Landespolitiker, wir wollen gesunde Kommunen haben und wir brauchen eine Ausfinanzierung für Maßnahmen, die unsere Kommunen belasten. Es kann nicht sein, dass die Kommunen quasi als letztes Glied in der Nahrungskette einen immensen Druck haben und dass wir letztendlich dazu führen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Freizeit sich ehrenamtlich engagieren für unsere Städte, für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, für das direkte Lebensumfeld, für ein lebenswertes Zuhause, dass die dermaßen unter Druck gesetzt werden. Und deswegen ist dieser Antrag notwendig. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Cooper.